Es ist ein Teufelskreis für obdachlose Armutsflüchtlinge. Ohne Arbeit keine Wohnung, ohne Wohnung keine Arbeit. Und so kampieren derzeit viele Menschen am Frankfurter Mainufer. Es ist 6 Uhr morgens. 30 Männer und Frauen liegen hier auf der Wiese. Die meisten aus Bulgarien und Rumänien, sogar 3 Italiener sind dabei. Die Hinterlassenschaften der obdachlosen Übernachtungsgäste sorgen für Ärger. Dieses Jahr fiel hier vorne in dem vordersten Bereich. Letztes Jahr hatte ich es sehr oft hier auch vor der Tür. Ob es Kleingeschäfte oder Großgeschäfte waren, man findet eben alles vor. Bianca Perschbacher betreibt den Biergarten am Nizza. Nebenan ist der gleichnamige mediterrane Garten, den die Stadt vor Jahren für viel Geld angelegt hat. Nachts um 12:30, wenn ich schließe, kommen die meistens dann mit ihren Pappbetten die Treppe runter. Dann nisten die sich ein und morgens so zwischen 6 und 7 gehen die. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Gruppen, die den ganzen Tag hier sind.